Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Neues Flaggschiff von Audi fährt voll elektrisch. Feuerwehren in ernsthaftem Vergleichswettkampf. Und Tasso zeigt Altes, Neues und mal ganz anderes. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen zur Mittwochsausgabe von Tag aktuell. Das Clara-Wieck-Gymnasium ist eigentlich für seine musischen Qualitäten bekannt. Aber zur geistigen und künstlerischen Frische gehört bekanntlich auch körperliche Fitness. Die CWGler mussten dazu zum Sportunterricht bis dato mit dem Bus nach Neuplanitz fahren. Das reduziert sich nun auf einen Fußmarsch von etwa 10 Minuten. Am Biel wurde heute die neue CWG-Sporthalle übergeben. Solange das Clara-Wieck-Gymnasium existiert, es besaß noch nie eine eigene Sporthalle. Die Lehrer und Schüler mussten über ein Vierteljahrhundert für den Sportunterricht auf Reisen gehen. Die Stimmen für eine eigene Halle mehrten sich. Es gab aber auch Gegner. Das hat seit heute ein Ende. Seit heute steht eine neue, supermoderne Zweifelder-Sporthalle an traditionellem Ort bereit. Anstelle der einstigen drei in die Jahre gekommenen Hallen steht nun am Bielen-Planitz ein schicker Neubau. Damit verbessern sich natürlich auch die Freizeitbedingungen zahlreicher Vereine. Die Sportvereine können endlich hier wieder an der Anlage am Biel Sport treiben. Somit haben wir natürlich wieder freie Kapazitäten für weiteren Sport. Also das hilft uns sehr, sehr weiter und wir freuen uns da riesig drauf. Die Freude ist bei allen Beteiligten und Nutzern nun umso größer, da sich der Bau und seine Fertigstellung aus verschiedensten Gründen zeitlich nach hinten verschoben hatte. Auch wurde der Bau mit Geldern aus dem Programm Brücken in die Zukunft gefördert, aus nachvollziehbaren Gründen teurer. Allein die Untersuchung und Beseitigung ehemaliger Bergbaueinrichtungen trugen dazu bei. Nun sind Freizeitsportler und Schüler in froher Erwartung, diese Halle endlich in Besitz zu nehmen. Na, wir sind alle sehr motiviert, wir freuen uns alle, sind auch sehr dankbar, dass wir so eine schöne Halle haben. Ich würde vielleicht mal mit Zitaten unserer Schüler arbeiten. Ach, Frau Meier, ist das schön geworden. Frau Meier, Sie sind stolz, ne? Ach, warum sind wir jetzt bloß noch 4 Wochen da? Also Sie sind eigentlich alle sehr happy. Der Weg ist auch in Ordnung durch den Park, das geht ja relativ zügig. Und wir sind wirklich in einer anderthalben Woche Umzug jetzt so weit, dass wir fast alles an Ort und Stelle haben. Wir möchten uns auch bedanken. Also bei den Hallenwarten, bei denen, die die Sachen transportiert haben, die den Bau der Halle ermöglicht haben, die mitgekämpft haben und alle, die uns unterstützt haben. Beim schmerzhaft genannten Fremdsport blieb früher auch nicht immer ausreichend Zeit, mal kurz unter die Dusche zu springen. Und jetzt? Es liegen ja davor immer Pausen. Zum Beispiel die größeren Pausen, die 30 Minuten dauern und da klappt das wunderbar. Also wir haben normal unsere 80 Minuten Sport, die üblich sind, weil Umziehzeiten und Aufbauzeiten werden ja abgerechnet und das kriegen wir jetzt ja gut hin. Ist das auch ein Signal, dass es am CWG, was ein musisches Gymnasium ist, jetzt auch der Sport vielleicht eine noch größere Rolle spielen könnte, als er vorher schon hatte? Also der Sport spielt am CWG schon immer eine große Rolle. Das wurde bloß irgendwie manchmal auch falsch in den Medien vielleicht erwähnt, denn wir haben Spitzensportler bei uns an der Schule, deutsche Meister und sowas. Unser Sportunterricht findet genau wie in jedem anderen Gymnasium statt. Wir nehmen an Wettkämpfen teil. Also das ist eine ganz normale Schule. Wie jeder andere auch, was den Sport betrifft. Den besten Beweis dafür boten einige am CWG lernenden Schüler in einigen Übungen, die dafür auch ordentlich Beifall ernteten. Elektro ist Audi. Mit diesem Slogan läutet der Autokonzern Audi ein neues Zeitalter ein. Der vollelektrische Audi e-tron ist der erste in der Flotte des Ingolstädter Autobauers
und soll als Zugpferd und Wegbereiter für die zukünftige Elektromobilität des Premium-Herstellers gelten. Geräumig, komfortabel und nicht zu hören. Der e-tron setzt Maßstäbe und wir vom TV Westsachsen waren heute Morgen die Ersten, die den SUV aus dem Audi-Zentrum Zwickau zu einer Probefahrt entführen durften. Der Audi e-tron 55 Quattro, der erste für den Kunden im Portfolio und zu erwerbende vollelektrische Audi. Ausgestattet mit der neuesten Technik und optisch einmal mehr ein Hingucker. Sportlich und alltagstauglich, kraftvoll und gleichzeitig dynamisch. Der SUV vereint Attribute, die auf den ersten Blick konträr wirken. Er wird ausschließlich elektrisch über die im Akku enthaltene Ladeleistung angetrieben, gänzlich ohne Benzin- oder Dieselmotor. Doch was sind neben dem Antrieb die größten Unterschiede zu einem herkömmlichen Benzin- oder Dieselfahrzeug? Wir haben mit dem Geschäftsführer des Audi-Zentrums Zwickau, Ronny Stierand, gesprochen. Der größte Unterschied ist, dass Sie nichts hören, wenn das Auto fährt. Das Auto ist leise, weil es halt keine Verbrennungs- oder Motorgeräusche hat. Die lautesten Geräusche sind die Windgeräusche, die man erfährt auf der Autobahn, auf der Bundesstraße oder in der Stadt. Andere Automobilhersteller sind schon etwas länger mit Elektrofahrzeugen auf den Straßen unterwegs. Audi hat sich hierfür etwas mehr Zeit gelassen. Die große Frage lautet dahingehend, worin unterscheidet sich jetzt der e-tron zu anderen Elektroautos? Als erstes, dass es ein Audi ist. Das ist für uns sehr wichtig. Es ist für uns auch wieder ein Technologieträger hinüber in die Zukunft, was das elektrische Fahren betrifft. Wir lernen dort selber, das muss ich auch unumwunden zugeben. Unsere ganze Mannschaft, sowohl im Verkauf als auch in der Technik, als auch ich als Geschäftsführer, wir müssen uns damit befassen. Das kostet Zeit, aber wir investieren diese Zeit und es ist der Weg auch ins Digitalzeitalter. Das sehen wir hier an dem Modell, im Besonderen an den virtuellen Außenspiegeln, dass es auch keine Knöpfe in dem Sinne mehr gibt, dass sehr viel über Touchpads gearbeitet wird. Also all das, was jeder Bürger auch im Fernsehen, in den Zeitschriften, in den Medien online liest, Digitalisierung der Zukunftsweg, findet sich auch in diesem Auto wieder. Im e-tron sitzend ist man umgeben von Zukunft. Während der Probefahrt erläutert Ronny Stierand die technischen Neuerungen. Ein Elektrofahrzeug ist schließlich nicht nur für den Autobauer oder den Verkäufer etwas Neues. Auch der Fahrer sieht sich mit einem völlig neuen Fahrgefühl und Komfort konfrontiert. Wir lernen dort selber als Audi-Vertragspartner mit der Technologie umzugehen, was alles damit dazugehört. Ladeinfrastruktur, Fahrverhalten, wie geht man damit um, wenn irgendwelche Probleme auftauchen und wie bedient man auch so ein Fahrzeug, weil in dem neuen Audi e-tron das drin ist, was im Moment auch technisch umsetzbar ist, was Elektromobilität betrifft, als auch das Thema Digitalisierung. Gerade das Thema Digitalisierung ist für Audi ein besonders markantes. So sind die neuen virtuellen Außenspiegel das Feature des neuen e-tron. Als erster Autobauer überhaupt ersetzen die Ingolstädter den herkömmlichen Außenspiegel mit einer virtuellen Variante. Das Fahrzeug hat keine konventionellen Außenspiegel, sondern die Rückfahrkameras projizieren das Spiegelbild in das Fahrzeug rein, auf diese beiden Bildschirme links und rechts, und diese sind dann die entsprechenden Bilder der Außenspiegel, die wir vom konventionellen kennen. Auch das erfordert auch praktisch erfahren, auch ein bisschen Umdenken, weil man einen anderen Blickwinkel hat, um das Bild abzugreifen, was hinter einem los ist. Aber es zeigt, was technisch machbar und umsetzbar ist. Der SUV wiegt leer ganze 2,5 Tonnen. Voll beladen inklusive Gepäck kommt man entsprechend auf ein Gesamtgewicht, welches an der 3-Tonnen-Marke kratzt. Viel Gewicht, viel Leistung. Da stellt sich zwangsläufig die Frage aller Fragen: Wie sieht es mit dem Verbrauch und der Reichweite bei einem vollbeladenen Wagen aus? Die Ladeinfrastruktur muss man bei der Kaufentscheidung auf alle Fälle mit berücksichtigen. Das Auto, der e-tron, hat eine Reichweite nach den Normverbräuchen von reichlich 400 Kilometern. Aber wie gesagt, bei Normverbräuchen sind immer Bedingungen einzuhalten. Und die Temperatur spielt eine Rolle, die Größe der Reifen spielt eine Rolle, den Umfang der Verbraucher, die im Auto an sind. Und all das hat Einfluss auf die Reichweite. Dort muss jeder Kunde
sich seinen individuellen Fahrstil auch anschauen, dann mit uns ins Gespräch kommen und davon ableiten, wie die tatsächliche Reichweite dann sein wird. Die Laufleistung einer Batterieladung ist jedoch keinesfalls in Stein gemeißelt. Durch ein bestimmtes Feature kann diese auch verlängert werden. So zeigt uns Ronny Stierand in der zweiten Runde unserer Testfahrt noch eine weitere Neuerung. Auf dem Weg zum August-Horch-Museum in Zwickau wird uns die sogenannte Rekuperation im e-tron erklärt. Das heißt, von der Bremsleistung, wenn das Fahrzeug sich abbremst, diese Energie, die dort freigesetzt wird, zurückzuführen und zuzuführen dem Akku. Das kann man über die Pedals hier steuern, indem man einfach die entsprechenden Gänge manuell runterschaltet, um das mal plastisch darzustellen. Und in dem Modus fängt dann das Fahrzeug an zu rekuperieren. Man merkt dann, dass das Fahrzeug langsamer wird und führt dem Akkumulator wieder Energie mit zu, sodass eigentlich in manchen Fällen die Reichweite sich gar nicht bewegt, wenn man rekuperiert. Dann bleibt einfach in Anführungsstrichen der Elektrotank immer bei der Reichweite stehen, solange man rekuperiert. Von Mittwoch bis einschließlich Samstag hat das Audi-Zentrum Zwickau in der Oskar-Arnold-Straße die sogenannte Audi-Flotte aus Ingolstadt vor Ort. Unter dem Namen Priority Boarding wird das Audi-Zentrum mit 100 Kunden und Interessenten mit 4 Audi e-trons dieser Tage Probefahrten durchführen. Leider sind die Plätze restlos ausgebucht, jedoch hat der Geschäftsführer des Autohauses gute Nachrichten für alle Interessenten, die keinen Platz in den Slots ergattern konnten. Für die, die das Thema trotzdem interessiert und mal fahren wollen und ins Gespräch kommen wollen, wir haben auch einen Vorführwagen hier bei uns im Fuhrpark ab nächste Woche. Dort können wir gern dann einen individuellen Termin vereinbaren, ins Gespräch kommen. Das ist uns sehr wichtig, weil wir möchten mit den Menschen, mit der Kundschaft, den Interessenten das Thema Elektromobilität auch spielen, weil das auch für uns eine Herausforderung ist, wie wir den Weg gemeinsam in die Zukunft hier in Zwickau mit der Marke Audi gehen. Zum Schluss durften wir selbst den e-tron noch einmal testen und uns von den Qualitäten des vollelektrischen SUV von Audi überzeugen. Werbung. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Vom 15. bis 17. März öffnet in der Stadthalle Zwickau die Baufachmesse wieder ihre Türen. Informieren Sie sich bei Herstellern, Händlern, Handwerkern, Planern und Architekten. Das Ausstellungsspektrum reicht vom Baumaterial über das komplette Haus bis hin zur Inneneinrichtung und dem Garten. Ob Neubau, Sanierung, Renovierung oder Finanzierung. Für die Anregung und Umsetzung aller Bauvorhaben ist ein Besuch der Baumesse genau richtig. Geöffnet hat die Messe täglich von 10 bis 18 Uhr. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke.
In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, Äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Wahre Stärke kommt von innen. Der neue Citroën C5 Aircross SUV. Der Comfort Class SUV. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Sie möchten Ihr Haus absichern oder benötigen eine Tür- oder Toranlage? Dann ist die Wutzler Sicherheitstechnik Ihr kompetenter Ansprechpartner. Im Ladengeschäft an der äußeren Schneeberger Straße 37 in Zwickau werden Sie umfassend beraten. Oder Sie kommen zur Baufachmesse an den Stand Nummer 116. Jetzt vormerken 15. bis 17. März, Stadthalle Zwickau, Baufachmesse 2019. Wir beide gehen gerne in den Sportpark hier, um uns fit zu halten. Wir sind ja noch nicht mehr die Jüngsten und wir haben viel Spaß dran. Wir gehen so 2 bis 3 Mal in der Woche und es macht echt Spaß. Und wir merken auch, dass es uns bekommt, dass wir gut jetzt mit dem Sport umgehen können. Ist alles einwandfrei und tipptopp. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Der GGZ-Hochhaustreppenlauf geht heuer in die 6. Auflage. Wenn die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau am 28. April um 10 Uhr in bewährter Partnerschaft mit dem SV Vorwärts Zwickau zum Start ruft, wird es eine Neuerung geben. Erstmals wird dieser Wettkampf auch als Übungslauf der Feuerwehren ausgetragen. Von den Verantwortlichen heißt es dazu, es werde für die Feuerwehrleute nicht zur Pflicht erhoben. Trotzdem könne davon ausgegangen werden, dass der überwiegende Teil der Feuerwehren ein Team zu diesem Wettkampf schicken werde. Allein 15 freiwillige Wehren aus dem Stadtgebiet und die Berufsfeuerwehr könnten ein tolles Starterfeld bilden. Natürlich seien auch Kameraden von außerhalb gern gesehene Teilnehmer. Es werde also ein freiwilliger und ernstzunehmender Vergleich werden, bei dem der Gaudi ebenso ein wenig mitspiele. Im Vordergrund stehe natürlich, den Zuschauern die Einsatzfähigkeit zu verdeutlichen. Jedes Team besteht aus 2 Mann und startet in kompletter Feuerwehrschutzausrüstung für die Brandbekämpfung. Selbstverständlich ist der 6. GGZ-Hochhaustreppenlauf auch wieder Wertungslauf für den deutschen Tower Running Cup, der deutschen Meisterschaft für Treppenläufer, und wird zahlreiche Teilnehmer anziehen. Das heißt, neben den Running-Athleten, die bisher aus ganz Deutschland angereist waren, können auch Feuerwehren aus dem Vogtland an diesem Übungslauf teilnehmen. Egal welcher Lauf das Interesse geweckt haben sollte, die Feuerwehren können sich noch bis 14. April, alle anderen Interessenten bis 21. April unter der eingeblendeten Adresse anmelden. Dann schon mal im Voraus viel Spaß und viel Erfolg. Am Zwickauer Clara-Wieck-Gymnasium ist der Streit zwischen einer Mutter und einer Lehrerin heute eskaliert. Es flogen nicht nur die Fäuste, die aufgebrachte Mutter hat nach Polizeiangaben auch mit einem Stück Holz zugeschlagen. Die 43-Jährige wollte ihre Tochter vom Gymnasium abholen, obwohl sie kein Umgangsrecht mit ihr hat. Eine Lehrerin hatte das bemerkt und schritt ein. Da kassierte sie von der Mutter auch schon Schläge. Eine weitere Pädagogin eilte zu Hilfe und wurde ebenfalls geschlagen. Die Polizei sprach der Mutter einen Platzverweis aus. Im Gymnasium selbst hat sie nun Hausverbot. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Bekanntlich wird Zwickau als Industriestadt an der Mulde bezeichnet. In puncto Kunst
wird sie in Verbindung mit Schumann, den Kunstsammlungen oder der Galerie am Domhof genannt. Aber in Zwickau gibt es auch Galeristen bzw. Kuratoren, die zwischen Künstler und Publikum vermitteln, sich in diesem Zusammenhang um Sammlungen oder Ausstellungen bemühen. Renate Lang und Jens Müller sind eine solche Symbiose eingegangen. Jens Müller, besser bekannt als Tasso, ist mit seiner Kunst weltweit unterwegs. Europa, Amerika, Asien. Der 53-jährige gebürtige Meraner hat seine Spuren verstreut über den Kontinent hinterlassen. Nun ist er, besser gesagt sein Werk, in der Heimat zu bestaunen. In der Orangerie des Hotels First Inn am Kornmarkt in Zwickau ist ab morgen eine Ausstellung von ihm zu sehen. Sie trägt den interessanten Namen Some New, Some Old, Some Other. Was gibt's denn Neues bei Tasso? Vielleicht eine bisher nicht angewandte Technik? Das Neue ist das neue Jahr 2019. Und das ist die erste Ausstellung dieses Jahr ist und ich das erste Mal gewisse Bilder zeige, die ich dieses Jahr gemalt habe, das sind die neuen halt. Gut, bleibt doch die Frage nach dem Alten. Wenn die Ausstellung nur Neues hat, was ist dann alt? Das sind die Bilder von 2010, die ich damals für die Expo in China gemalt habe und die war noch damals in Shanghai mit gewesen. Es sind drei Bilder dabei, 2010, Shanghai. Beim Thema Some Other gibt's dann doch für viele Tasso-Kenner eine andere Facette seines Wirkens. Das andere sind Bilder, die in einer anderen Technik entstanden sind, weil ich ja in erster Linie für Graffiti bekannt bin. Und es gibt aber noch eine andere Sache, die ich mache. Das sind solche Geschichten, die vom Motiven her auch anders sind und mit einer anderen Technik entstehen. Ich nenne sie Drippings, heißt, die entstehen vollkommen ohne Spraydosen. Also das ist das andere halt auch auf meine Person bezogen. Auf seine Person bezogen verriet Jens Müller auch, wie es zum Künstlernamen Tasso kam. In erster Linie, warum habe ich mir das gewählt? Weil ich ja illegal angefangen habe zu sprühen und damals wäre es halt blöd gewesen, gleich Jens Müller ranzuschreiben. Aber mich haben sie trotzdem erwischt und da sucht man sich halt erstens mal einen Namen raus, der einem gut gefällt, der stylisch klingt. Und ich habe gestartet mit einem anderen Namen, der hieß Gashway. Den fand ich damals natürlich in einem anderen Alter cooler, aber der war zu lang. Und als ich eines Nachts unterwegs bin und gemerkt habe, dass meine Spraydosen für 7 Buchstaben nicht reichen, dachte ich, ich schreibe Tasso an die Wand, weil das halt bloß 5 sind und bin dann bei dem Ganzen geblieben. Der Name könnte natürlich auch den Rückschluss zulassen, dass die Erinnerung an ein liebes Haustier den Ausschlag gegeben hat. Den Ausschlag für diese Ausstellung hat die Bekanntschaft von Jens Müller zu Renate Lang gegeben. Die Galeristin vom Kunst- und Kulturförderverein Frau Reuth ist seit 2008 in diesem Metier keine Unbekannte. Also das ist insgesamt die 40. Ausstellung, habe ich jetzt mal nachgerechnet, weil ich immer während der Ausstellungszeit noch eine andere Veranstaltung mit reinbringe. Das heißt also, wenn die Bilder 2 Monate hängen, dann ungefähr in der Hälfte der Ausstellungszeit organisiere ich noch eine andere Veranstaltung. Zum Beispiel diesmal am 8.5. kommt der Peter Sodan hierher und wird uns Rede und Antwort stehen. Der Reiz dieser Ausstellung besteht vor allem darin, Tasso hat sein Schaffen auf Leinwand verewigt und das auch mit unterschiedlichen Techniken. Dass dies im Frühstücksraum des First Inn und darüber selbstverständlich auch in der öffentlich zugänglichen Orangerie erfolgt, erklärt die Galeristin wie folgt. Im First Inn stelle ich jetzt schon das 2. Jahr aus. Das ist ja mein Problem, dass ich keine eigenen Ausstellungsräume habe. Ich habe schon damals ausgestellt in der Steuerkanzlei. Ich war im Bilderrahmenladen, in der Barmer. Und jetzt bin ich nun endgültig angekommen hier im First Inn. Und das klappt auch gut mit der Chefin des Hauses, der Frau Strobel. Das ist eine Win-Win-Situation. Es kommen viele Gäste her, wenn die Ausstellung, die im Vernissage da ist. Und ja, also das ist einfach schön hier, die Räume sind gut. Man kann ungefähr so immer 25 Bilder ausstellen, das ist überschaubar. Die Ausstellung in der Orangerie ist bis zum 5. Juni zu sehen. Werbung. Kompass Stadtmagazin. Jetzt erhältlich an über 550 Stellen in deiner Region.
Kompass Stadtmagazin. Jeden Monat. Interessant, aufregend, geschenkt. Auch im Web unter deinkompass.de. Der Gasthof gegen Grün und das Gegengrüner Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof gegen Grün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten. Das ist das Besondere im Gasthof gegen Grün. Auf der Suche nach dem passenden Rechtsbeistand? Ob in Straf-, Familien-, Verkehrs-, Zivil-, Arbeitsrechts- oder Erbschaftsangelegenheiten. In der Kanzlei Schlichter finden auch Sie Ihren kompetenten Ansprechpartner. Im Bank- und Kapitalmarktrecht und im Wirtschaftsrecht, international und national, vertritt die Kanzlei mit Rechtsanwalt Albert Schlichter an der Spitze konsequent die Interessen mittelständiger Unternehmen, Selbstständiger, Handwerker und Privatpersonen. Auch als Privatanleger oder Investor finden Sie hier kompetente und zielorientierte Beratung. Mit Rechtsanwältin Knoll verfügt die Kanzlei über einen von zwei in Zwickau ansässigen Vertragspartnern des ADAC. Rechtsanwaltskanzlei Schlichter. Zweimal im Herzen von Zwickau. Münzstraße 12, direkt am Kornmarkt und in der Magazinstraße 3a. Beim Benefizspiel des FSV Zwickau gegen Mönchengladbach laufen die Hausherren am 21. März mit neuem Trikotsponsoring auf. Die Zwickauer Energieversorgung als Hauptsponsor verzichtet auf ihr Logo auf der Spielerbrust. Stattdessen wirbt das Unternehmen Atus auf den Trikots. Ein kompletter Satz soll im Nachgang für einen wohltätigen Zweck versteigert werden. Ein früher sowie ein später Treffer bringen dem FSV Zwickau vor heimischer Kulisse gegen den KFC Uerdingen drei wichtige Punkte gegen den Abstieg. Die Muldestädter besiegten die Nordrhein-Westfalen mit 2:0. Nach dem FSV-Führungstreffer geschah vor und in den Strafräumen nicht mehr viel. Das Spiel lief auf durchschnittlichem Niveau dahin. Als der Tabellenfünfte angereiste KFC konnte gegen seine guten Chancen vor allem in Halbzeit 2 nicht nutzen. Mit zwei Lattenkrachern ließ er die Rot-Weißen beim Stand von 1:0 nochmal richtig um den Sieg bangen. Am Samstag reist der FSV nach Aalen, wo beim Tabellenletzten ein weiteres wichtiges Spiel ansteht. Die Eispiraten Krimitschau haben sich im dritten und entscheidenden Pre-Playoff-Spiel gegen die Kassel Huskies durchgesetzt. Das Team von Cheftrainer Danny Nord gewann nach einer spannenden Partie letztlich hochverdient mit 2:1. Das entscheidende Tor fiel erst 22 Sekunden vor der Schlusssirene. Der ETC trifft nun am Freitagabend im Playoff-Viertelfinale auf die Löwen Frankfurt. Dort gilt es, im Best-of-Seven-Modus zu bestehen. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Zauberwelten, dem einzigartigen Blumenladen seit 10 Jahren in Zwickau. Zauber von Anfang an. Die Sonne werden wir am Donnerstag in Westsachsen nicht zu Gesicht bekommen. Am Himmel dominieren dichte Wolken, aus denen es vor allem in der zweiten Tageshälfte regnet. Dazu kommt erneut ein kräftiger Wind mit Böen bis Windstärke 8 auf. Die Temperaturen liegen bei maximal 6 Grad. Hier sind die Wetteraussichten bis Sonntag. Ungemütlich und regnerisch präsentiert sich der Freitag. Bei einem mäßigen Wind bekommen wir bis zu 8 Grad. Am Samstag lockert die Wolkendecke gegen Nachmittag ein wenig auf. Es bleibt aber windig bei Höchstwerten um 11 Grad. Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Hin und wieder kann es regnen. Aber es wird mit bis zu 17 Grad deutlich wärmer. Das war tagaktuell vom Mittwoch. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Einschalten. Würde mich natürlich freuen, Sie morgen wieder begrüßen zu können. 19 Uhr bei TV Westsachsen.